Der Radio SAW Podcast. Corona nachgefragt. Wie zufrieden sind die Deutschen aktuell mit der Corona-Politik? Und wie viel Kritik rund um die Maßnahmen muss, darf und sollte eine Demokratie aushalten? Und was bedeutet es für eine Demokratie, wenn man lieber nichts sagt? Genau darüber habe ich mit Ulrike Gero gesprochen. Sie ist Publizistin und Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Mein Name ist Franziska Stawitz. Frau Professorin Gero, lassen Sie uns mal auf die Umfragewerte schauen, die darüber Auskunft geben, wie zufrieden die Deutschen mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind. Am Anfang war es ja so, da hatten wir fast 90-prozentige Zustimmung, geschlossenes Meinungsbild. Wie sieht es jetzt aus Ihrer Sicht? Wir haben immer noch ein sehr mehrheitliches und de facto geschlossenes, eher geschlossenes Meinungsbild. Die letzten Zahlen, die ich habe, sind 79%, wobei das ja auch nach den Umfragen variiert. Aber 79% sind eine sehr satte Zweidrittelmehrheit, eine Vierfünftelmehrheit, um es so zu formulieren, fast 80%. Die eigentliche Frage ist aber dabei, wie kann man das einschätzen? Ja, also man kann natürlich sagen, wunderbar, wir haben also eine große Mehrheit für die Maßnahmen und deswegen ist alles gut. Oder man kann mit Oscar Wilde argumentieren, mit 90% der Menschheit nicht übereinstimmen, ist ein Zeichen von gesundem Menschenverstand. Das heißt, man kann auch stutzig werden, wenn man so ein geschlossenes Meinungsbild sieht und erstmal sagen, huch, wie kommt das denn zustande? Weil wir haben ja selten einheitliche Meinungsbilder in dieser Höhe. Und dann wäre halt die Frage, entspannt uns das jetzt und rechtfertigt das alles? Oder werden wir stutzig und sagen, Moment mal, das ist doch eigentlich sehr selten, das steckt dahinter. Das heißt, Sie werden stutzig. Ich gehöre in der Tat zu denen, die eher stutzig sind und frage mich, was dahinter steckt. Und mein Antwortangebot ist folgendes. Ich glaube tatsächlich, das kann man auch in sogenannten Breakdown-Umfragen erfragen. Also wenn Sie sozusagen nicht nur fragen, sind Sie für oder gegen die Maßnahmen, sondern dann weitergehende Fragen gestellt werden, warum und so weiter, dann kann man schon herausfinden, dass ein gutes Drittel der Leute tatsächlich Angst hat und deswegen die Maßnahmen begrüßt. Und das ist natürlich völlig legitim. Man kann aber eben auch feststellen, dass unterhalb der geschlossenen Meinungsdecke die Zustimmung de facto bröckelt. Ja? Und mit bröckelnd meint man, dass eben das passiert, was man gemeinhin vorauseilenden Gehorsam nennt. Das heißt, die Leute haben verstanden, die Vernunft steht jetzt auf dieser Meinungsdecke. Es wird also gesagt, das ist vernünftig, dass man für die Maßnahmen ist. Die wenigsten Leute sind irgendwie widerständig. Die meisten Leute wollen so sein wie ihr Umfeld. Man unterschätzt ja immer, dass die wenigsten Leute im Widerspruch mit ihrem Umfeld sein wollen. Ja, die meisten Leute schließen sich einfach größeren Meinungen immer an, allein schon, weil sie nicht anecken wollen. Ja, und das ist natürlich auch ein Prozess, den man sehr schwer prozentual erfassen kann, von dem wir aber ausgehen müssen, dass er passiert. Das kann man auch nach Milieus nochmal unterscheiden. Das finden Sie ganz stark in zum Beispiel AfD-Wählermilieus. Sie finden es aber auch in freiheitlichen, also FDP-Wählermilieus. Sie finden es natürlich auch in Ärztemilieus, ja, wo wir de facto völlig vernünftige Ärzte haben, die trotzdem gegen die Maßnahmen in dieser Form sind, aber sich bedeckt halten. Und das sind eben verschiedene Milieus, die dann am Ende die geschlossene Meinungsdecke bilden, aber der Unmut unterhalb der Decke schon messbar ist. Was bedeutet das denn für die Demokratie, wenn man lieber nichts sagt? Ich halte das für problematisch. Deswegen mache ich ja auch jetzt mehrfach schon das Argument, dass wir Kritik nicht stigmatisieren sollten und auch nicht diffamieren. Ich habe auch den Eindruck, dass wir übrigens nicht nur in dieser Corona-Debatte, auch wenn es um andere Debatten geht, zum Beispiel diese Kabarettistin Eckart, ja, wo jetzt auch dieser große Shitstorm ausgebrochen ist, aber dass wir eben zwischen Argument und Person nicht mehr unterscheiden. Also dass wir in modernen Verhandlungen oder diskursiven Diskursen sehr schnell dazu tendieren, die Person zu diffamieren und das Argument nicht ernst zu nehmen. Das passiert sehr oft in sehr vielen Diskussionen, nicht nur bei Corona. Aber bei Corona passiert es eben auch, dass wir sagen, die 10% Anführungsstriche Covidioten oder die Spinner oder die da eben demonstrieren. Und das halte ich für nicht zulässig, weil das ja eigentlich schon die Erosion der Demokratie ist, wenn man das Argument der anderen nicht ernst nimmt. Und ich bemühe da auch immer gerne anthropologische Figuren, ja, zum Beispiel den des Hofnarren, ja, also dass der König hatte ja Hofnarren, der genau die Funktion hatte, eine Person zu sein, die man nicht ernst nehmen muss, nämlich den Narr, der aber deswegen Argumente vorbringen konnte und auch sollte, dafür wurde er ja am Hofe gehalten, die der König hören wollte. Ja? Und insofern glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur sagen, naja, wir sind die große Mehrheit, aber weil wir demokratisch sind, lassen wir die Leute halt reden und eben auch demonstrieren, weil wir sind ja so demokratisch, sondern dass wir ernst nehmen, was sie sagen. Und das scheint
mir nicht so richtig zu passieren. Kritik als Essenz der Demokratie, wenn ich es richtig verstehe. Wenn wir in soziale Netzwerke schauen, da ist es ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, pari pari, da wird Kritik geäußert, allerdings natürlich auch auf teils nicht konstruktive Weise. Es wird beschimpft, diffamiert etc. Ja, ich bin tatsächlich in sozialen Netzwerken nicht viel unterwegs, weil das ein schwieriges Medium ist. Ja, das gebe ich gerne zu. Das ist einfach tatsächlich sehr schnell, sehr zügellos, sehr schnell, sehr aufgeladen, emotional, sehr schnell enthemmt. Habe ich selber auch meine Erfahrung mitgemacht. Aber Sie müssen ja gar nicht in soziale Medien gehen, sondern Sie können es ja im Freundes- oder Bekanntenkreis auch sehen. Ja, wir haben ja de facto eine moralische Aufladung von Argumenten. Das halte ich übrigens auch für problematisch. Also wenn es zum Beispiel um dieses ja sehr diskutierte Thema Maske tragen geht, können wir ja schon feststellen, dass wir eine moralische Aufladung haben. Ja, die guten Leute sozusagen, die guten Bürger, Bürgerinnen ziehen die Maske sozusagen bedingungslos auf und die anderen wagen so ein bisschen den Widerspruch und dann sind das jetzt die weniger guten Bürgerinnen. Also die moralische Aufladung halte ich auch für problematisch. Ich habe nichts gegen die Maske als solche, aber ich habe etwas gegen die moralische Überhöhung der Maske. Und da fängt es ja schon an, wenn wir sagen, was ist denn so eine geschlossene Meinungsdecke oder warum ist das vielleicht auch problematisch? Ja, ich will gar nicht sagen gefährlich, aber eben problematisch. Und problematisch ist natürlich, dass wenn sich eine Meinung einmal geschlossen hat, ja, dann haben sie natürlich einen Schließungseffekt und einen notwendigerweise Ausgrenzungseffekt gegenüber anderen, die diese Meinung nicht teilen. Und dann ist halt die Frage, wo schiebt man diese geschlossene Meinungsdecke hin? Heute sagen wir Masken tragen, morgen sagen wir, wurde ja auch diskutiert im Ethikrat, dass wir eine App für diejenigen haben, die schon immun sind und die noch nicht immun sind. Das heißt, gehen wir von der einen Maßnahme zur anderen Maßnahme zur nächsten Maßnahme mit dieser geschlossenen Meinungsdecke und ist das dann noch verhältnismäßig? Und deswegen habe ich tatsächlich als Politikwissenschaftlerin ein Problem mit geschlossenen Meinungsdecken und würde wünschen, dass wir die aufbrechen und zwar vernünftig aufbrechen und den Konflikt, den wir in dieser Frage haben, auch den Streit, den wir in dieser Frage haben, in die Mitte der Öffentlichkeit hineinholen. Denn das Problem ist ja jetzt, dass wir zum Beispiel tatsächlich ausgrenzende Diskurse zu Beginn hatten. Wir haben definitiv bestimmte Virologen ausgegrenzt. Ja, wir haben das in kleinem Kreis von einigen Virologen verhandelt natürlich, Herr Drosten, Herr Streeck, Kekulé, einige andere. Aber wir haben definitiv andere, die dann eben in sozialen Medien, darauf haben Sie angesprochen, nicht mehr sozusagen im Mainstream, im ZDF, im ARD, in den Talkshows vorkommen durften. Und insofern muss man sich ja dann nicht wundern, dass sozusagen der Druck dann auf diese Leute geht in die sozialen Medien. Und wir müssen uns dann, glaube ich, nicht wundern, wenn Herr Bakti jetzt sein Buch in der vierten Auflage publiziert hat, weil etwas, was man verdrängen will, kommt ja sozusagen wie ein Boomerang zurück. Ja, das ist wie ein Kind, dem sie irgendwas verbieten. Meistens macht es das dann erst recht. Ja, und die Frage ist, ob das so vernünftig ist. Nun wird ja in dieser Hinsicht immer wieder auch der Wunsch nach Transparenz laut. Wie kriegt Politik das denn hin und wie transparent kann sie auch in solch einem Pandemiegeschehen sein? Naja, also was wir auf jeden Fall diskutieren und ja auch stets diskutieren, ist eben immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass jede Maßnahme am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geprüft werden muss. Es gibt auch Juristen, die unterscheiden zwischen einer konkreten Gefahr und einem abstrakten Risiko und die argumentieren, dass bei einem abstrakten Risiko der Staat eigentlich gar keine Eingriffsgrundlage hat. Ja? Und das ist ja schon mal im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch für Juristen eine interessante Frage. Haben wir eine konkrete Gefahr für 80 Millionen Bürger? Innen oder haben wir ein abstraktes Risiko? Ja, die Frage könnte ja auch diskutiert werden. Im Moment tun wir so, als hätten wir eine konkrete Gefahr für 80 Millionen BürgerInnen, wissen aber doch eigentlich, dass wir bestimmte Hotspots haben. Natürlich müssen wir handeln, natürlich müssen wir vorsichtig sein, natürlich müssen wir Risikogebiete abgrenzen. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber trotzdem ist die Frage, wenn wir dann generalisierte zum Beispiel Maskenpflicht machen oder generalisierte Pflicht, Hände mit Desinfektionsmittel einzureiben, dann ist halt die Frage der Verhältnismäßigkeit schon gegeben, weil es einfach nicht verhältnismäßig ist, nachts um 1 Uhr auf einem Bahnsteig, wo Sie alleine sind, eine Maske zu tragen, weil in dem Moment eben keine konkrete Gefahr für irgendwen entsteht. Aber wenn Sie eine generalisierte Maskenpflicht haben, muss prinzipiell die Maske da dann auch getragen werden und es müsste im Prinzip auch sanktioniert werden, wenn Sie sie nicht tragen. Ja? Und da kommen wir dann an das Problem des Ausnahmezustandes, der ja sagt, dass das geltende, aber nicht begründbare Recht immer ein Problem ist. Ja? Weil im Zweifelsfall muss etwas sanktioniert werden, auch wenn es in diesem konkreten Fall keine Gefahr darstellt.
Und ich möchte nur, dass wir da hingucken. Ich habe nichts gegen Maßnahmen. Ich bin auch der Meinung, dass Maßnahmen für jeden klar und verständlich sein müssen. Aber es muss immer eine Abwägung erfolgen auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Meines Erachtens muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wiederum auch geöffnet werden. Wir diskutieren den ja sehr virologisch im Moment. Ja, wo ist jetzt das Pandemierisiko? Aber wir versuchen es, aber meines Erachtens wägen wir auch noch nicht genug ab, die Risikoabwägung oder die Folgen für den Rest der Gesellschaft, also die ökonomischen, die sozialen, die emotionalen, die psychosozialen Folgen für die Gesellschaft, die wir ja auch haben, die werden auch benannt, die werden auch diskutiert. Ich bestreite überhaupt nicht, dass wir Diskussionen haben über behinderte Kinder, die nicht mehr umarmt werden dürfen, über die unteren sozialen Klassen, die sehr unter dem Armutsgefälle derzeit leisten und die sehr schlecht durch die Krise kommen. Das wird schon alles diskutiert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Gesellschaft in gleicher Weise solidarisch ist mit Blick auf diese anderen gesellschaftlichen Gefährdungen und Verhältnismäßigkeiten, wie mit Blick auf das Schutzargument der Virologen. Und wenn ich dazu noch einen Satz sagen darf, das wäre mir wichtig. Wir wissen ja aus der Sozialpsychologie, dass immer wenn man den Leuten sagt, es geht um das Gute, ihr müsst schützen, ihr müsst solidarisch sein, dass man mit dem Guten die Leute wirklich sehr stark mobilisieren kann. Adorno oder auch die kritischen Theoretiker in den 1950er Jahren, ich war nicht Adorno, Watzlawick, also es gab so einen Kreis von Ärzten, die haben mir diese Versuche gemacht in den 1950er Jahren, wo sie den Menschen gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass ihr an medizinischer Forschung mitarbeitet, ihr müsst hier auf diesen Knopf drücken. Ja? Und im Nebenzimmer erklangen Schreie. Und die meisten Leute haben trotzdem immer weiter auf den Knopf gedrückt, weil sie glaubten, weil ihnen erzählt wurde, sie tun es für das Gute. Und deswegen, ich will dieses Argument nur einmal machen, dass wenn man den Leuten, gerade wenn man den Leuten erzählt, es ist für das Gute, ist eben vieles möglich. Und ich würde nur gerne auch die Sozialpsychologen mal hören zu diesem gesamtgesellschaftlichen Phänomen, auch der moralischen Aufladung, die wir da gerade haben. Und das würde mich einfach auch interessieren, dass wir das ins Blickfeld nehmen. Neulich habe ich mit Walter Plassmann gesprochen, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Und ich habe ihn gefragt, was Politik jetzt leisten muss, damit sich die Lager, die da gegeneinander stehen, wieder aufeinander zubewegen. Und er sagte, die Politiker müssen die Menschen wieder von den Bäumen herunterholen, auf die sie sie gejagt haben. Er meinte damit Achtsamkeit versus Panik. Wie beurteilen Sie das? Was muss oder kann, sollte Politik denn jetzt sein? Wie kommen wir voran? Ja, Vernunft und keine moralische Aufladung. Ich bin ganz dabei, wir müssen die Leute von den Bäumen holen. Es wurde Panikmache gemacht. Also ich würde zum Beispiel einfach anraten oder anregen wollen, dass wir wieder Bilder zeigen. Ja, also uns haben ja sehr geprägt diese Bilder von Bergamo. Aber es wurde natürlich nicht dazu erzählt, dass wir 6 Monate später nicht mehr bei diesen Bildern sind. Wir haben ja gehandelt. Insofern ist ja alles gut. Wir sehen ja im Moment, dass wir mit dem Virus besser umgehen. Wir haben sehr viel dazugelernt. Wir können es auch tatsächlich ansatzweise schon medizinisch behandeln oder zumindest die starken Folgen mindern. Mein Sohn ist zufällig Arzt in Paris. Ich kann ein bisschen darüber was sagen, wie das Verhältnis zwischen Fallzahlen und Infektionsbetten ist. Das heißt, das Wichtigste wäre, dass wir die Bilder, die uns ja Angst gemacht haben, aus dem Kopf bekommen. Und insofern könnte man ja Bilder zeigen von Intensivstationen, wie es jetzt zugeht. Ja? Und dass die zum Teil leer sind, dass die abgebaut wurden. Man könnte ja auch diese ganzen Ärzte mal in die Talkshows holen, die sagen, ich habe gerade 10 Intensivbetten wieder geschlossen, weil die werden gerade nicht gebraucht. Also dass wir tatsächlich einfach nur objektiv berichten oder zum Beispiel einfach mal diese Differenz machen zwischen Fallzahlen und zwischen Intensivbetten. Ja? Das Zweite wäre, dass ich mich wundere, dass wir seit geraumer Zeit, eigentlich seit Beginn, die Krise in absoluten Zahlen verhandeln. Ja, es wird ja jeden Tag im Fernsehen, im Radio so und so viele 1000 Infizierte davon geheilt, sowieso, ja, absolute Zahlen. Es ist aber eigentlich guter Journalismus, in Relationen zu reden. Ja, bei der Arbeitslosenzahl sagen sie immer im Vergleich zum Vormonat um 0,3% gestiegen oder um 0,7% gesunken. Aber sie verhandeln es nicht in absoluten Zahlen oder erst in absoluten, dann in relativen Zahlen. Und die relativen Zahlen, jeder Tod ist einer zu viel. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Natürlich gibt es einen Schutzimperativ der Gesellschaft in einer Pandemie, wenn er verhältnismäßig ist. Aber die relativen Zahlen sind nicht so erschreckend. Ja? Natürlich sterben Leute, aber in relativen Zahlen hatten wir zumindest zu Beginn der Krise eine Todesrate von 0,2 bis 0,6%. Und insofern ist tatsächlich die Frage, was sagt uns dieses Verhältnis? Und was sagt uns dieses Verhältnis mit Blick auf Krebs oder, wie heißt es, Schlaganfälle oder was auch immer, ja?
Und ich will nur darauf verweisen, dass diese Dinge ja thematisiert werden. Also zum Beispiel in Österreich, ich sitze ja in Österreich, werden sie ganz stark vom rechten Rand thematisiert. Also Herr Strache hat auch so eine kleine Zeitschrift, ja, da steht auf jeder dritten Seite, sind die Krebspatienten jetzt die Verlierer der Corona-Epidemie? Ich sehe keine Epidemie. Das mag man jetzt strittig stellen. Ich will das gar nicht bewerten. Ich bin ja keine Ärztin. Aber als Politikwissenschaftlerin interessiert mich, warum der rechte Rand diese Argumente so abgreifen kann. Weil mich interessiert auch neben der Stabilität der Gesundheit die Stabilität der Demokratie. Und ich möchte nicht, dass diese Argumente im rechten Rand verfangen. Und deswegen ja, wir müssen andere Bilder zeigen. Wir müssen mit Relationen arbeiten. Wir müssen die Leute von den Bäumen runterbekommen. Und wir müssen vernünftig sein, absolut. Aber zum Vernünftigsein gehört eben auch, nicht diese, sagen wir mal, diese Hysterie auch oder diese Panik zu verbreiten. Also wenn Sie zum Beispiel an jedem Bahnhof stehen und Sie hören alle 10 Minuten, halten Sie Abstand, seien Sie vorsichtig, ja, dann ist das ja eine andere Ansprache, als wenn wir das zum Beispiel alles mal weglassen. Wir wissen, wir tragen jetzt eine Maske, wir wissen, wir halten Abstand. Solche Sachen auch immer in der Verdopplung. Wir haben jetzt alle Plexiglas im Büro plus tragende Maske plus sitzen alleine im Büro. Also da ist eben auch die Frage, kriegen wir das auf ein vernünftiges, achtsames Niveau heruntergefahren? Wir waschen uns die Hände, wir sind vorsichtig, wir bleiben ein bisschen auf Distanz und wenn es irgendwo voll ist, tragen wir eine Maske. Das fände ich einen vernünftigen und einen verhältnismäßigen Umgang mit dieser Pandemie. Und wir wägen auch immer ab, lohnt es sich jetzt, mein behindertes Kind doch zu umarmen, weil vielleicht der emotionale Schaden, es nicht zu umarmen, am Ende größer ist als die Gefahr, die reale Gefahr einer Virusübertragung. Also um mal jetzt bei Frau Merkel zu bleiben, wenn wir nicht aufpassen, sind wir Weihnachten bei 19.000 Infektionen. Diese Meldung gab es ja. Das ist also der falsche Weg. Ja, das weiß ich nicht. Ich möchte wirklich immer noch mal betonen, dass ich als Politikwissenschaftlerin argumentiere. Aber für mich hat sich allein die Zielvorgabe dessen geändert, was wir erreichen wollen. Ja, zu Beginn der Krise wollten wir eine Überbelastung unseres Gesundheitssystems vermeiden. Und das ist uns gut gelungen. Ja, wir haben die Bettenzahl erhöht, nur um zu sehen, dass wir nie eine Belastung der Betten hatten. Dann haben wir sie abgebaut und wir haben sogar die Kliniken finanziell dafür entschädigt, weil die Betten umfunktioniert wurden und andere Operationen zumindest zeitweise nicht stattgefunden haben. Ja. Jetzt scheinen wir aber das Ziel geändert zu haben, weil wir jetzt auf die Infektionszahlen, auf die Fallzahlen gucken, was übrigens, wenn Sie Statistiker befragen, tatsächlich ein großer Wirrwarr ist. Also wenn Sie zum Beispiel das Ärzteblatt lesen, das letzte Bulletin des Ärzteblattes vom 16. September, habe ich mir zufällig angeguckt, dann können Sie sehen, die Infektionsrate ist noch sehr stabil. Wir sind im grünen Bereich in Deutschland, aber anderswo auch in Europa. Die Todeszahlen sind sehr stabil, ja. Also jeder ist einer zu viel. Aber da ist halt die Frage, haben wir jetzt als Gesellschaft einen anderen Anspruch an die Pandemie, weil wir jetzt die Fallzahlen gering halten wollen? Und das ist einfach eine Frage, die ich stelle. Und wenn wir uns auf ein anderes Ziel einigen, dann müssten wir uns tatsächlich auf bestimmte Methoden mit diesem Testen einigen. Also jedenfalls wird gemessen ohne Referenzzahl. Ja, es wird immer mehr gemessen. Es wird mit verschiedenen Tests gemessen. Ich habe 3 Tests hinter mir. Keiner der Tests war identisch. Jetzt geht es um Schnelltests. Da ist die Frage, wie zuverlässig sind die, was auch immer. Jedenfalls scheint mir das methodisch, und das sagen auch sehr viele Statistiker, scheint mir das methodisch ein bisschen problematisch zu sein. Also ist die Frage, worauf einigt sich denn jetzt die Gesellschaft? Ist das gesellschaftliche Ziel, wir haben genug Betten, oder ist das gesellschaftliche Ziel, wir kontrollieren die Fallzahlen? Und wenn das erste unser Ziel immer noch ist, dann sind die Fallzahlen in diesem Fall nicht mein Kriterium. Und was ich als Politikwissenschaftler aber nochmal generell in die Debatte werfen möchte, ist, wenn es jetzt um die Fallzahlen geht, dann ist das ja auch eher so wieder in Richtung Angst und Panikmache und Bäume. Und dann werden halt die anderen Sachen wieder aus dem Blickfeld genommen. Was passiert mit den Kindern in den Schulen, mit dem Bildungsverlust und so weiter? Aber Sie haben nochmal auf die Politik gesprochen. Was soll die Politik machen? Dazu vielleicht noch ein Satz. Es scheint mir so zu sein, und das würde auch nochmal zurückkommen auf diese 90%-Meinung, warum das so geschlossen ist, dass wir mit dieser Pandemie offensichtlich einen realen Handlungsgrund haben und tatsächlich handeln können. Ja, wir können Masken produzieren, wir können das verordnen, wir können Desinfektionsmittel überall hinstellen. Und mein Argument als Politikwissenschaftlerin, die ich mir angucke, wo sind eigentlich die latenten Unruheherde in der Gesellschaft? Moria, Geflüchtetenfrage, Entfremdung, Identitätsprobleme, Zerfall der Demokratie, Populismus, Nationalismus, Klimakatastrophe, Kalifornien brennt, die Eiskappen schmelzen. Große Unruhe in der Bevölkerung. Alles, was sie messen, ist Klima ganz vorne, Geflüchtetenproblematik,
Thematik Identität, Überfremdung ganz vorne. Ja? Die latente Unruhe und Angst in der Gesellschaft, verbunden mit der Ohnmacht zu handeln. Was wollen Sie bei den Polarkappen schon machen, wenn wir sagen Klimaziele 2050 oder Pariser Abkommen, ist alles ganz weit weg. Aber das Virus gibt offensichtlich der Politik konkrete Möglichkeit zu handeln. Und es scheint mir als Politologin so zu sein, als wäre die Pandemie so eine Art Kristallationspunkt, wo die Politik endlich mal ins konkrete Handeln kommt und vorführen kann, hier können wir was tun. Ich kann dich hier ganz konkret schützen. Das löst das Problem nicht, aber es zeigt zumindest, warum wir auf diese Maßnahmen so positiv reagieren, weil sie dann nur ein leerer Signifikant wären, um es mal so zu sagen, für andere Krisen und andere Unruhen, die man so nicht behandeln kann. Also als Symbolkraft für wir haben es im Griff. Genau, als Symbolkraft für haben es wir im Griff. Und dafür sprechen natürlich dann auch diese phänotypischen Diskussionen, die wir führen. Herr Söder, diese kleine, wie soll man das nennen, ja, ich will ja gar nicht sagen autoritäre Versuchung, ja, oder diese etwas männliche Kraftmeierei, das machen wir jetzt, ja, die ja dann auch sehr ankommt. Ich wundere mich ja als Frau darüber, dass es da offensichtlich auch so eine Sehnsucht danach gibt, nach der jetzt wird mal gehandelt, ja, jetzt so. Aber jetzt mal jenseits von Herrn Söder, und ich möchte ja auch niemanden hier persönlich da bezichtigen. Aber gucken Sie nach Tschechien, gucken Sie in die Slowakei, gucken Sie in die Niederlande, da geht das ja genauso. Ja? Die Tschechische Republik ist jetzt wieder, verhandelt gerade wieder den Ausnahmezustand, in der Slowakei genauso. Das heißt, es wird eben für meine Verhältnisse als Politikwissenschaftlerin wird sehr schnell dem Ausnahmezustand Vorschub geleistet. Ja, die Pandemie dient halt sehr schnell für den Tatendrang, jetzt können wir was tun. Da gucke ich eben als Politikwissenschaftlerin doppelt hin, warum. Der Ausnahmezustand ist der kritischste Moment für jede Demokratie, für jedes politische System, weil es der Moment der absoluten Macht ist. Es ist immer der Moment der Exekutive und es geht immer um die Frage, wann geht die Macht zurück an die Legislative, an das Parlament. Ja? Und in dem Moment bin ich grundsätzlich gegen die Perpetuierung von Ausnahmezuständen. Ich würde mir wünschen, dass bei jeder Maßnahme eine sogenannte Sunset-Klausel dazukommt, dass wir sagen, okay, Maske bis Ende September, bis Ende Oktober, bis Ende November. Aber grundsätzlich hat die Maßnahme ein Verfallsdatum. Und nur wenn wir meinen, wir brauchen sie länger, muss sie noch mal bestimmt werden. Das ist ja was anderes, als zu sagen, jetzt machen wir erstmal Ausnahmezustand auf unbegrenzte Zeit. Und das Zweite kann ich nur sagen, das ist auch Empirie, es werden Maßnahmen praktisch nie zurückgeführt. Was einmal Gesetz ist, ist meistens für immer Gesetz. Die wenigsten Gesetze verschwinden, die wenigsten Gesetze werden wieder fallen gelassen. Das heißt, Maßnahmen verstetigen sich. Und das war zum Beispiel nach 9/11 so, wo wir einen speziellen Terrorangriff hatten. Und wir haben heute noch 20 Jahre nachher, obwohl wir Ähnliches nie mehr wieder erlebt haben, im Grunde noch in unseren Flughäfen sämtliche Maßnahmen, die 9/11 eingeführt worden sind, als Reaktion auf ein spezielles Ereignis. Jetzt können wir ja sagen, 20 Jahre später ist das alles nicht mehr eingetreten, wir führen diese Maßnahmen zurück. Aber das haben wir nicht getan. Man müsste natürlich auch dazu sagen, das ist ein profanes Argument, aber dass man eben mit Sicherheitsmaßnahmen viel Geld verdienen kann. Also wenn Sie sich angucken, die Aufrüstung der Flughäfen zu Hochsicherheitstrakten im Nachgang zu 9/11, wenn Sie sich einfach angucken, was da an biometrischen Daten, diesen neuen Pässen, dieser ganzen biometrischen Erfassung von Pässen erfolgt ist, da steckt ja ein irres Geld dahinter. Das heißt, Sicherheit hat natürlich immer einen ökonomischen Treiber. Wenn Sie sich allein angucken im Forschungsbereich, also Horizon 2020, Europa-Forschungsgelder, ja, wenn ich mir da angucke, was ich da, ganz egal ob Hardware oder Software, wenn ich mit dem Begriff Sicherheit was machen möchte, komme ich ganz sicher an Forschungsgelder. Sicherheit geht immer. Da fließt eben jede Menge Geld, weil sich Sicherheit materialisieren lässt. Am Ende haben Sie einen biometrischen Pass. Freiheit lässt sich halt nicht so materialisieren, können Sie kein Geld mitverdienen. Und das ist natürlich ein bisschen ähnlich. Ja? Also jetzt haben wir Masken ohne Ende, die werden jetzt produziert in millionenfacher Zahl. Jede Firma hat schon umgestellt auf Masken. Es gibt natürlich auch Garantieabnahmen, sonst würden die ja nicht so produziert werden. Also es lässt sich viel Geld mit Masken verdienen. Ja? Das würde ich nur mal gerne auch hinzufügen dürfen, dass man eben mit Sicherheit viel Geld verdienen kann, übrigens auch mit Desinfektionsmitteln und so weiter. Und auch vor diesem Hintergrund gehen halt solche Prozesse der Maßnahmen, weil sie eben auch einen ökonomischen Treiber haben, gehen sie meistens in die Verstetigung der Maßnahmen. Und als Politikwissenschaftlerin sage ich nur, ich hätte gerne immer den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, immer die Überprüfung der Rechtsgrundlage, Sunset-Klauseln, permanente Bewusstsein, dass der Ausnahmezustand umgehend zu beenden ist
und keine Verstetigung der Maßnahmen. Und das müssten wir meines Erachtens in die Mitte der gesellschaftlichen Diskussion stellen. Wenn ich Sie richtig verstehe, ich meine, wir können nicht in die Zukunft schauen, aber dass uns diese Maske also auch erhalten bleiben könnte, wenn wir an Verstetigung der Maßnahmen denken, ne? Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn ich zum Beispiel einen Twitter-Post sehe von Jan Böhmermann, der Herrn Drosten fragt, sagen Sie, haben Sie Daten dafür, dass die Maske auch bei Viren für Grippe funktioniert? Und Herr Drosten dann auf Twitter antwortet, ja, das können wir. Wir können positiv nachweisen, auch bei Grippeviren geht das jetzt zurück, weil wir ja die Maske tragen. Dann würde ich sagen, okay, schön, aber eigentlich ist das ja ein Einfallstor, um übermorgen zu sagen, hat bei Covid-19 gut funktioniert, machen wir jetzt jeden Winter, machen wir bei Grippe und nach Covid-19 kommt Covid-20, kommt Covid-21, kommt Covid-23 und eigentlich bleibt die Maske auf. Und macht ja sowieso nichts, weil inzwischen haben wir auch schon hübsche Stoffmasken und zu jeder Bluse habe ich meine Maske und eigentlich ist ja nicht so schlimm, weil nach 6 Monaten habe ich mich ja eigentlich auch schon dran gewöhnt und insofern gilt das Recht der Gewohnheit. Und da muss ich sagen, davor habe ich ein bisschen Sorge, weil ich eben neben der moralischen Aufrüstung der Maske, der gute Bürger, die gute Bürgerin, eben auch diese Verhübschung, also die Ästhetisierung der Maske, eigentlich schon als ersten Schritt in ihre Verstetigung empfinde, die ja eigentlich schon als ästhetisches Signal so ein bisschen andeutet, ist halt jetzt nicht nur temporär ein bisschen Mundschutz für die Pandemie, sondern ich mache das, haben ja einige Soziologen auch schon gesagt, zum nächsten Kleidungsstück. Ne? Wie man früher so ein Seidentüchlein in der Westentasche hatte, hat man jetzt eben so eine Maske. Wenn das so ist, möchte ich das in der Mitte der Gesellschaft diskutiert wissen. Vielleicht finden wir ja eine Mehrheit in der Gesellschaft, die sagt, ja gut, demnächst immer Maske auch für die Grippeviren. Aber dann möchte ich, dass wir das auch so diskutieren und dass das kein schleichender Prozess ist. Ja, das Argument kommt ja auch immer, in Asien machen die das auch. Da sage ich, die sind ja auch in Asien. Wir sind hier. Ja, wir sind schon anders kultiviert und anders sozialisiert. Also nicht, wir sind besser oder schlechter kultiviert. Wir haben eine andere Sozialisierung. Wir haben auch eine andere Kultur. Und dann möchte ich das diskutiert wissen, ob wir uns jetzt entscheiden, zu werden wie diese Asiaten, aber dass das im Grunde so ein harmloser Prozess ist, der einfach nur so durchläuft und sich verstetigt, das ist eben mein Argument mit der unsichtbaren Verstetigung von Maßnahmen. Und das hätte ich dann gerne in der Mitte der Gesellschaft nochmal diskutiert, ob wir das wirklich wollen. Vielen Dank für Ihre Einsichten und für Ihre offenen Worte. Ja? Danke, ja. Ciao. Ciao, ciao. Corona nachgefragt, der Radio SAW Podcast.